willkommen hier auf der Rethink Connected Customer 2017 in Hamburg. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Daniel Kreter von der Davanda GmbH und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich selbst noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Kreter, bin seit 2 Jahren jetzt bei Davanda als CEO verantwortlich für das Marketing und für die internationalen Plattformen. Zuvor komme ich eher so aus dem Beratungshintergrund, habe sehr viel im Finanzdienstleistungsbereich gemacht, dann meinen Weg über Zalando zu Davanda gefunden und jetzt seit 2 Jahren dort. Erst vertraut mit so einem Thema, ein internes Startup bei Davanda aufzubauen und dann das gesamte Marketing umzubauen und aufzubauen. Sie werden heute noch einen Workshop, und zwar mit dem Titel vom Kunden werben Kunden hin zum Kunden binden Kunden präsentieren. Meine erste Frage dazu, wie können B2B-Kunden in eine übergreifende CRM-Strategie für einen Kunden eingebunden werden? Ja, das ist für uns ja das spannendste Thema überhaupt, weil wir sind ja ein Marktplatz. Das heißt, wir sind eigentlich ja nur die Plattform, über die ganz viele B2B oder kleine Designer über unsere Plattform was verkaufen. Und das ist für uns das Spannendste, wie diese Kunden, also unsere Kunden, die Endkunden dann an uns auch binden, an die Plattform und an ihre eigenen Shops natürlich. Was bedeutet, es hat mehrere Komplexitäten, das heißt, wir müssen unsere Verkäufer binden, wir müssen aber auch die Kunden binden und wir müssen unsere Verkäufer die Tools und Systeme an die Hand geben und auch andere Dinge, Daten natürlich, damit sie die Kunden, ihre Kunden und Fans binden können. Also es ist super kompliziert, super komplexes, mehrstufiges System und das ist für uns die alltägliche Herausforderung. Welche Incentivierung ist denkbar und welche Maßnahmen sind besonders erfolgsversprechend? Ja, das ist auch für uns eine ganz spannende Frage. Viele unserer Kunden, wenn wir jetzt von den Verkäufern sprechen, weil das sind ja unsere Kunden, die sind eigentlich dann schon immer zufrieden, wenn sie ganz viel von uns aus unseren Kundendaten lernen können. Was bedeutet, wenn sie sehen, wie sie zu anderen Verkäufern stehen, wie sie ihre Produktpräsentation besser machen können, wie sie auch Feedback zu ihren Produkten bekommen, auch im Vergleich zu anderen. Das heißt, datengetriebene Statistiken sind für unsere Kunden, also für die Verkäufer, das Allerwichtigste. Für die Endkunden ist es ein ganz anderes Geschäft. Da tun unsere Verkäufer aber auch ganz viel für und haben super viele individuelle Lösungen. Und da ist für uns eher so die spannende Frage, welche dieser Maßnahmen können wir eigentlich adaptieren, können wir auch anderen Verkäufern andienen. Und das sind so Themen, mit denen wir uns tagtäglich immer beschäftigen. Und wie lassen sich erfolgreiche Kundenbindungsmaßnahmen einzelner B2B-Kunden nutzbar machen? Ja, das ist genau die Frage. Also wie lassen sich diese Dinge auf andere übertragen? Das machen wir heute dadurch, dass wir die Statistiken der erfolgreichsten Verkäufer uns einfach anschauen, mit denen diskutieren, was sie eigentlich anders machen. Vor allem die, die ganz viele Fans und Abonnenten ihrer eigenen Shops haben. Also auf unserer Plattform ist es möglich, dass man einem Shop auch folgt, also einem Verkäufer folgt. Und da gibt es manche Shops, die haben bis zu 10.000 Kunden, die den andauernd folgen und alle News von ihnen abonnieren. Und da ist immer die Frage, woran liegt das? Haben diese tolle Produkte? Das ist meistens ein Faktor, aber ganz häufig sind es auch die kleinen Dinge. Die haben ganz unterschiedliche Maßnahmen, die sie da einsetzen. Und da überlegen wir oder sind wir auch ständig im Austausch, sowohl qualitativ als auch quantitativ zu überlegen, was ist das eigentlich, was den Erfolg ausmacht. Bei uns sind es ja die individuellen Produkte, das heißt aber auch die individuellen Pakete, die geschickt werden, individuelle Botschaften, die in ihre Pakete legen. Solche Dinge sind Sachen, die wir gelernt haben in letzter Zeit, dass die super funktionieren und das sind die Dinge, die wir versuchen, anderen eben auch beizubringen bzw. anzudienen als Erfolgs, im Endeffekt als Erfolgsmechanismen und Instrumente, die sie auch nutzen können und sollten. Und Stichwort Kundenbindung, ganz wichtig auch die Vorgaben dazu. Wie kann der Spagat zwischen Freiheit und zentralen Vorgaben bei der Kundenbindung gelingen? Ja, das ist ganz spannend. Wir lassen unseren Verkäufern da relativ viel Freiheit. Natürlich haben wir allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist das, worauf es ankommt. Die Produkte, die sie anbieten, müssen handgemacht sein. Es gibt ganz gewisse Anforderungen an Retouren, aber auch an Versandkosten. Das sind so die Vorgaben, die wir machen, damit man auf unserer Plattform verkaufen kann. Ansonsten ist es aber vollkommen frei, weil wir auch individualisierbare Produkte haben, was es dann auch wieder so dahingehend spannend macht, dass der Kunde ganz viel mit dem Verkäufer und dem Designer irgendwie diskutiert und im Austausch steht. Ja, also wenn man einen Namen auf irgendwie ein T-Shirt haben möchte oder ein gewisses Motiv, dann kann man darüber sehr lange mit ihm auch diskutieren, das anpassen lassen oder einen Maßanzug, ein Maßkleid. Da ist natürlich viel Austausch notwendig, den wir auch gar nicht reglementieren wollen. Diese Kommunikation gehört dann dem Kunden, haben wir auch gar keine Einsicht zu. Das heißt, es gehört dem einzelnen Shop und wir versuchen das nur zu steuern über die allgemeinen E-Commerce-Standards, wie ich das jetzt mal nennen würde, sodass der Kunde auch weiß, wann er sein Paket bekommt, wie viel er dafür zahlt, dass er irgendwie und wie er es zurückgeben kann, wenn es dann doch nicht gefällt. Und können Sie uns noch kurz verraten, wie die aktuelle CRM-Strategie bei Davanda aussieht? Ja, also wir sind ja ein Frequenzgeschäft, was bedeutet, wir brauchen
unsere Akquisitionskosten liegen einfach über dem Einmalkauf. Was bedeutet, wir brauchen Kunden und wir wollen auch Kunden, die häufig kommen und wiederkommen. Das bedeutet, wir machen uns sowohl auf der Assortment-Seite, also mit unserem Inventory-Gedanken, was für Produkte brauchen wir eigentlich, die unsere Käuferschaft, und wir haben 7 Millionen Mitglieder in Deutschland, eigentlich immer wieder brauchen. Ja, und so ein klassisches Thema, was bei uns immer gut funktioniert, ist Hochzeit, aber im Idealfall passiert das ja nur einmal. Von daher ist das nur ein Teil und wir machen uns damit eben Gedanken, was sind so Anschlusskategorien und Anschlussthemen, die für diese Kunden interessant sind. Das ist die eine Seite und dann natürlich ganz viel auf der technischen Seite, auf der Datenseite, das heißt Personalisierung, auch auf in der Hinblick auf Customized Audiences und Similar Audiences, also auch in der Akquisitionsstrategie, schon immer darauf zu achten, wie verhalten sich eigentlich die gewisse Kundenklientel oder Kundenkohorten und darauf einzugehen und die dann auch immer sehr automatisiert, sehr personalisiert anzusprechen. Eine abschließende Frage noch zur Veranstaltung hier. Sie treten als Referent auf. Mit welchen Erwartungen sind Sie hergekommen und welchen Nutzen erhoffen Sie sich? Ja, ganz spannend. Die Teilnehmerschaft dieser Konferenz ist eben doch ganz anders als an vielen anderen Konferenzen, an vielen anderen Digitalkonferenzen, weil so Themen wie ja, Personalisierung, Marketing, Automatisierung, das gibt es sehr viel, auch in der digitalen Welt. Ich erhoffe mir heute eigentlich genau das Gegenteil, nämlich von den klassischen Industrien etwas zu lernen, zu sehen, wie die über verschiedene Mechanismen und Erfahrungswerte und auch lange Zeithistorien Kundenbindung betreiben, weil davon kann man sich sicherlich vieles abschauen und muss nicht alles neu erfinden. Ich danke Ihnen für die Einblicke und Ihnen zwei spannende Tage. Ja, vielen Dank.